Hey, ja, ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Catwoman, zur Fortsetzung des Spiels. Beim letzten Mal sind wir an der Fassade entlang geklettert und haben uns jetzt in die Fabrik begeben. Und ja, dort werden wir mal sehen, was uns jetzt erwartet. Also machen wir weiter mit dem nächsten Level. Erstmal haben wir hier was freigeschaltet, und zwar den Laufangriff. Tippe eine Richtungstaste zweimal an, um den Laufenmodus zu aktivieren. Drücke anschließend direkt vor dem Gegner B. Okay, ob wir ihn einsetzen werden, keine Ahnung, ob ich das hinkriege, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall mal, kennen wir den jetzt und mal sehen, vielleicht brauchen wir ihn ja auch mal. Also, würde ich sagen, weiter geht's mit Fließband. Gehen diese Kerle denn nie ins Kino? Helden kommen immer über die Luftschächte rein. Okay. Könnte nützlich sein, wenn ich wüsste, wie man das Ding startet. So. Ach, wie soll er denn hingehauen? Ach, was für ein Mist. Hör mir das halt Waffe um so fuchteln, das ist gefährlich. Ah, das ist der Laufangriff. Hab ich doch mal eingesetzt. Aber es hat vielleicht funktioniert mit dem Schleichen. Immer das Übliche. So. So geht's auch. Du bist also der Schlüsselmeister. Na, ja, sieht's aus. Okay. Na, ja, komm. Wie kann ich wieder nicht einsetzen? Na, geht doch. Na, also. Mann, warum geht das nicht so einfach? Was muss ich jetzt machen? Da hoch, wahrscheinlich. Hier gibt's Juwelen für mehr. Was ist das? Ach so, ich muss da rüberspringen, oder was? Aha. Aha. Okay. Das war daneben. Warum? Halt hängen geblieben. So. Okay, machen wir dann nochmal. Oh, da war falsche Richtung. Da bin ich in die falsche Richtung halt gesprungen. Das ist passiert dann mal. So. Okay. So. Ist ja gefährlich. Ach, wie geil gesprungen. Das kann ja auch nicht funktionieren. Halt, hier geblieben. Na, der ist ohne mich abgefahren. Dann noch früher nochmal. Kann nicht so schwer sein. Ich spiele in meinen 6 Jahren. Aber so wie ich jetzt spiele in dem Spiel. Schau, das kann. Würde es kein 6-Jähriger schaffen. Was passiert da? Wie hast du das jetzt gemacht, Catwoman? Du hast in die andere Richtung geguckt, als du gesprungen bist. Das geht gar nicht so leicht hier. Mann. So. Okay, nochmal. Was war das? Ich wurde daneben gesprungen. Kann das sein? Was war das jetzt? Ein bisschen seltsam. Wie kann ich denn einfach hoch? Und immer hoch springen auch immer seltsam. Kann man nicht mehr hochklettern. Wie fahre ich jetzt runter? Ich wollte doch springen.
Naja. Ich reg mich ja zu sehr auf. Deswegen klappt das hier nicht. Naja, ruhig bleiben. Aber so kann man nicht ruhig bleiben. So kann man nicht ruhig bleiben. Wieso kann ich da nicht nach hoch? Ach Mann. Wie beim letzten Mal. Ruhe bewahren, dann geht das. Aber nur wenn man Ruhe bewahrt und nicht bald wahnsinnig wird. So. Ah. Verdammt, das bin ich ja drauf. Ich bin drauf gelandet, so wirklich. Ich kann mit diesem Ball weiter als, aber. Nochmal, kann nicht so schwer sein, ehrlich. Das muss dann wirklich sein. Was war das? Was war das jetzt? Ich war da drauf, aber wirklich so nicht so wirklich, ne? Ich war zwar drauf, zugleich aber nicht. So kann das, so sieht das aus in dem Spiel. Alter. Warum bleibst du nicht da oben drauf? Und hängst du dich da oben fest oder so? Bist du mein Catwoman? Wozu muss ich überhaupt den Kram machen? Kann ich einfach irgendwo hochklettern? Wie eine Katze? Oh, springen? Ein super Sprung? Ah, doch, geht doch. So. Naja, ist okay. Okay, schaffen wir das vielleicht mal? Nee. Es war extrem schwer einzuschätzen, ob man in der richtigen Position ist, um darüber zu springen. So, jetzt kommt mir das so vor. Das wäre nicht so gut einzuschätzen. Ich bin hier daneben gesprungen, weiß ich auch nicht so genau. Ich hänge wieder an dieser blöden Stelle fest. Schaffen wir schon. Mit Ruhe und Gelassenheit, die ich leider nicht mehr habe. Die ich nie mehr habe. Vor allem nicht, wenn er nicht springt. Geht doch nicht so schwer hier zu springen. Aber nicht, damit ich es brauche, ne? Was machst du es nicht? Na komm her. Na, was war das? Weil ich springe noch nicht da, wo ich hin, wo ich hinspringen soll. Wo ich gerne hinspringen würde. kann doch nicht so schwer sein. Ehrlich nicht. Momentan mache ich es hier wirklich ziemlich. Wieso war das wieder nicht funktioniert? Warum springst du nicht, wenn ich das sage? Na, und dann mache ich hier nicht wirklich keine gute Figur. Aber ist doch nicht so schwer. Ich wollte nur sagen, komme ich einfach auch nicht mit. Ah. Muss ich hier am Rande stellen, dann kommt man. Dann mal da. Gut, weit genug. So. Dahin stellen. So. Aha. Und weitergekommen. Ah, super. Ich glaube, wir haben es mal geschafft, ey. Oh, Wahnsinn. Oh Gott, war das wieder eine Geburt? Oh, wir haben es mal geschafft. Was ist das hier? Laserstrahlen? Gefällt mir nicht. Komm mal, so weg.
So. Okay. Gibt's hier noch was? Naja, ne? Ich meine, haben wir nicht von den Laserstrahlen getroffen. Okay, es geht weiter mit Lagerhaus. Hat er mich etwa nicht gesehen? Nehme ich doch sonst immer. Das habe ich gesehen, ne? Ist ja klar. Ja, die Zugangskarte gerade gehabt. Ist ja klar, dass das so nicht funktioniert. Oha, ist das heiß? Sollte man hier nicht hingehen, hä? Wenn das heiß ist. Wobei, du bist auch heiß, Catwoman. Oh. Mist, abgesperrt. Ja, Lüftungsschacht, okay. Im Zweifelsfall über den Luftschacht. Wie kann man 100 Zeil hier gemacht? Hä? Wieso kommt das Teil nicht runter? Wie kommt das Teil nicht runter? Für wen ist das dann gedacht? Für Catwoman oder was? Sieht's aus, ne? No. Okay. Aha, Kameras. So. Okay. Waren vorbeigeschlichen. Nein! Da bin ich ganz unten. Warum bin ich ganz unten gelandet? Warum? Blöd. Da läuft ja gar nichts hier. Ich hätte überall hinfallen können. Nur nicht nach unten, ne? Aber... naja, machen wir nochmal. Tja, beim zweiten Mal funktioniert mit der Kamera nicht. So. Okay. Ah, hat doch hingehauen. So. Wie komme ich da denn hoch? Ah, so. Okay, nur... was muss ich jetzt machen? Wie komme ich jetzt hier wieder... komme ich da jetzt hoch? Ah, so. Ah, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, das war zwar ja keine gute Leistung, aber wir haben uns noch weiter eingedrungen in die Fabrik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt mir meine Kommentare und deine Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.